Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück bei unserem Angriff auf die Insel Albion. Wir beginnen relativ klein, weil wir dort relativ ungesehen an Land gehen können. Es ist nicht unsere beste Armee, die wir haben, aber es ist immerhin eine, die nicht völlig unerfahren ist. Also gibt es schon mal ein paar sehr, sehr erfahrene Zwerge, die, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt die beste Ausbildung genossen haben. Aber egal, die werden es höchstwahrscheinlich auf jeden Fall schaffen, hier mindestens den Brückenkopf hier bei den Wannerheimlingern aufzustellen. Und danach sehen wir weiter, was alles noch so sein muss. So, wir stellen jetzt erstmal hier unsere Truppe auf. Stellen dahinter dann unsere Fernkämpferli. So. Ich würde sogar fast sagen, dass wir uns sogar noch ein bisschen weiter nach links drehen. So, und dann werde ich den Rest nachher auch noch ein bisschen eindrehen. Die Arti stelle ich so hin. Die Kanone, das ist alles ein bisschen schwierig hier gerade eben. Stellen wir die Kanone noch ein bisschen weiter nach hinten. Und dann müsste das jetzt hoffentlich passen. Euch schicke ich wieder so ein bisschen vor. Es ist übrigens absichtlich, dass sie so komisch stehen. Ich habe gleich mit denen einfach einen kleinen Schwenk vor. Du wirst dich jetzt hier einfach da noch mit hinstellen. Und jetzt geht's los. Einmal vor und einmal so, so. Und damit ist es erledigt. Und wir können jetzt hier mit denen hier auch vorfliegen. So, dann ballert mal den eine vorn Latz. Es ist so schön, mit einer Maus zu spielen, die nicht kaputt ist. Ich sag's euch. Komm, wir werfen mal ein paar Bomben. So, dann gucken wir mal, dass wir sie noch mehr Bomben werfen, denn wir haben ja noch ein paar, ne? Es gibt ja noch welche, die unbedingt noch ein bisschen was abbekommen wollen. Ja, der war leider nicht ganz so gut gezielt hier, der Kram. Ja, wir fliegen nochmal drüber, ne? Okay, der kommt jetzt, dieser komische Hautwolf-Kommandant. Ich habe keine Ahnung, was der eigentlich von uns will. Wir halten jetzt kurz mal so da drauf. Das durfte jetzt hier gleich zwei Stück von denen treffen. Boom. Der ist leider schon ganz schön angeschlagen. Wir stellen jetzt die beiden Gyros jetzt einfach mal dahin. Geht's dem noch gut? Ist der noch ganz knusper? Machen wir mal den Angriffsbonus jetzt hier hin. Die Artillerie hat hier, also beziehungsweise unsere Gyrokopter hat jetzt zumindest gegen die hier mal wieder großartige Arbeit geleistet. Ich meine, ich glaube, gegen Grün heute würde das auch großartige Arbeit sein. Ich glaube, der Rest wird jetzt hier ordentlich an uns abprallen. Ja, die werfen jetzt halt hier noch relativ ungestraft, aber das ungestraft endet jetzt hier. Ich glaube, ich helfe sogar noch mit hier, mit denen hier gegen die, weil die haben überhaupt gar keine Chance. So, erledigt. Mit hoffentlich minimalen Verwundeten. Ja, 42, das ist okay. Tatsächlich sind die meisten von denen sogar nur verwundet worden und nicht mal unbedingt getötet worden. Der Gyro ist noch der, der am meisten Schaden gefressen hat. Wir sind angekommen. Molgo Asgal. Den Namen habe ich zum allerersten Mal gelesen. Molgo Asgal habe ich schon ein paar Mal gesehen. Die haben offensichtlich neue Namen für die Zwerge in ihrem Repertoire. Aber das haben sie auch schon bei den anderen wie Hochelfen und alle überall schon gemacht. Ich meine, so schwer ist das ja nicht. Du musst einfach bloß die Datenbank erweitern. Das ist eigentlich ein relativ einfacher Patch. Ein paar Namen ausdenken. Batz. Gerade bei so Fantasy-Welten kann man sich da relativ gut bedienen.
Ja, dann mal besetzen. Damit sind wir angekömmt. Unsere nächste Runde sogar schon fast wieder am Start, um die nächste Offensive zu starten. Wir holen uns hier Wachstum und Verteidigung rein. Also wir setzen hier gleich diesen Brückenkopf fest. Und falls wir Conquata bekommen, hat so ein alter Bellacor relativ wenig zu lachen. So, haben wir es jetzt endlich geschafft, hier mal diesen miesen Verein hier mal aufzuhalten, ne, damit jetzt endlich mal die Attacke endet. Okay, er bekommt mehr Lebenspunkte tatsächlich, die kann er definitiv brauchen. Und du bekommst noch mehr Einkommensstärken. Ich mache ihn jetzt erbarmungslos, damit er sich schneller bewegt. Und du bekommst die Runen schlagen, dass die Abklingzeit ein bisschen runtergeht. Ja, wir überspringen ihn hier. Und freuen uns, dass der jetzt ja auch ein Level-Up bekommen hat. Er muss erstmal noch mal ein bisschen besser kämpfen lernen. Das Gute ist, dass hier die Dunkel... Oh, hier ist gar nichts gut. Ich habe das Gefühl, die kommen jetzt hier tatsächlich auf uns zu. Ulala, 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 ulala. Es wirkt auch fast so, als ob wir nur noch einen Turn dafür hätten. Hauptsache Fernkämpfer drin bei einer Stadtverteidigung, ne? Im Idealfall welche, die dem Gegner sogar richtig übel wehtun können. Ich kann endlich in Karak-Izor die Verteidigung aufbauen. Und ich wollte doch noch genau das hier bauen. Wenn ich mich nicht irre. Genau. Dann überspringen wir das hier. Und jetzt ist auch Bellacor, nicht Bellacor. Wie heißt denn der? Ich habe den Namen gerade vergessen. Billigar. Mein Gott. Ey, ohne Witz, ich saß gerade eben da und habe mir den Namen nicht mehr merken können. So. Zu viele Bs überall in diesem Namen. Karak Angarsar ist unser immer noch. Arkendorf. Ist halt alles hier nicht gerade ungefährlich. Die haben tatsächlich Skaven mit dabei. Das ist mal eine wilde Mischung. Nee, ich werde woanders lieber das Geld ausgeben. Da, wo die Welt noch ein bisschen sicherer ist. Nein, das machen wir gerade eben auch noch nicht. Die kalten Sümpfe. Geben direkt auf Kohle. So, wie gesagt, jetzt müssen wir ihn hier noch irgendwie vertreiben. Ich hab sowas von die Nase voll von ihm. Protector of Alth One. Yes? Imric. Schade. Ready? Wenn das so weitergeht, ist Eisenstirns Expedition sogar bereit, sich von uns konföderieren zu lassen. Aber dann habe ich halt nochmal so einen Fleck in der Welt, der mehr Schmerz als irgendwas anderes ist. Weil dann muss ich da ja auch aufpassen. Jetzt bin ich gespannt, ob der Skave da von Clan Mors diese vorgelagerte Armee angreift. Ich weiß nicht, ob diese Armee gegen Skaven so gut ist. Das würden wir dann erst sehen. Das sind ja locker flockig 8 Troll-Harpunen mit drin. Die sind jetzt, sage ich jetzt mal, gegen Skaven. Ja, wobei doch, ich glaube, also ich habe die noch nicht selber so viel eingesetzt. Ich habe ihre Videos gesehen. Die waren ziemlich tough. Warum sagt mir das Spiel gerade eben, ihr seht hier diesen Windows-Rechner? Ah, Gott sei Dank. Bei sowas habe ich immer so ein bisschen Sorge. Okay, Myrmidons wird gestürmt.
Was haben wir denn hier für eine Verteidigungslage? Wir kämpfen mal eine Verteidigung. Komm, wir haben zwar fast keine Chance, aber ich versuche, ihnen Schaden zuzufügen. Und es ist auch gleichzeitig wiederum der Test, um zu sehen, ob man mit so etwas hier verteidigen kann gegen so etwas. Weil für mich ist halt immer noch mit einem ganz, ganz großen Fragezeichen besetzt, wie sinnvoll sind eigentlich diese Warhammer 3 Festungsschlachten. Weil halt Creative Assembly nicht grundsätzlich umdenken will und lieber das bestehende, nicht so gute System lieber erweitert hat, haben wir jetzt halt den Salat, ne? Also, wir erinnern uns zurück an sowas wie ein Empire oder an ein Medieval 2. Das waren noch Schlachten. Selbst in Three Kingdoms haben sie es besser hingekriegt, in meinen Augen. Jetzt kommen sie wieder von 12 Seiten, ey. Ganz im Ernst, das ist einfach so blöd. Hier kommen sie vor allem mit riesigen, fetten Monstern. Riesige, fette, hässliche Monster. Ich weiß leider nicht, von wo sie jetzt hier kommen. Aber ihr seid jetzt einfach mal die Verteidigung, die hier steht. Wobei, nee, ich erinnere mich, dass hier eigentlich die Musik spielt. Ja, hier spielt definitiv die Musik. Das hier ist der Ort, an dem man sich am besten aufstellt. Weil das hier müssen sie sich holen und an allem anderen müssen sie scheitern. Wir werden das jetzt tatsächlich so versuchen. Sie hier aufhalten. Und der Rest ist mir eigentlich relativ Wumpe. Weil man könnte sich hier noch ein bisschen hinstellen, aber selbst das kann mir egal sein. Wobei, man könnte sich mit den Armbrustschützen hier so hinstellen. Und das hier alles abdecken. Ja. Finde ich ganz gut. Dann stellen wir den noch dahin. Und euch noch dahin. Ich bin sogar drauf und dran zu sagen, komm, lass das Ding direkt mal upgraden. Gefecht starten, maximale Geschwindigkeit, gucken, was passiert. Eine Einheit habe ich sogar noch hier. LOL. Was ist da passiert? Der hat die Atombombe geworfen. Okay, GG. GG, vergiss es. Er hat die Atombombe geworfen. Damit ist der gesamte Plan erledigt. Da brauchst du gar nicht mehr gegen antreten. Das ist ja einfach dann nur noch behämmert. Boah, ja, dabei wären sogar die Armbrustschützen das bessere Ziel gewesen. Auf der anderen Seite war die KI nicht blöde. Also in der ersten Instanz, in der zweiten war sie es doch. Der bessere Ort für die Atombombe wären meine Armbrustschützen gewesen. Sie hat sich aber gedacht, ich bombe lieber quasi die starken Nahkampfeinheiten, weil meine Ratten aus der Höhle, die sind ja gut darin, um Fernkämpfer wegzukämpfen. Ne? So gesehen, clever. Dass sie aber mit der Atombombe mehr Schaden gemacht hätte in dem Moment. Das hat sie nicht kommen sehen. Jetzt haben wir halt dummerweise jetzt auch noch Myrmidons verloren. Und warum? Weil die KI nicht dazu in der Lage ist, die Siedlungen verteidigungsfähig zu bauen und wir nicht so schnell genug sind, das machen zu wollen. Denn diese Gebiete sind mir ehrlich gesagt gerade eben relativ egal. Ne? Ich habe immer noch
eine primäre Kampagnensituation im Norden. Und das Halten der Gebiete um Karas Akarak ist eher so nebensächlich. Was ist da jetzt schon wieder los? Der will offensichtlich jede Menge Streit. Der alte Morgur. Der hat wohl einen Schatten. Ja, kein Wunder, ist ja auch der Schattengeborene. Gut, wie dem auch sei. Dem geht so schnell kein Licht auf im Schatten. Das kann ich euch versprechen. So, wir sind wieder dran. Ja, ja, ich weiß, dass wir einen Groll verzeichnet haben. Was soll ich machen? Das wird jetzt nicht besser. Wir nehmen immer noch die starke Grimnirs natürlich für die Sippe. Die Bärholzlinger sind sehr verführt worden. Okay, Siedlung geplündert und Siedlung verloren. Das haben wir alles mitbekommen. So, du kleiner Vogel. Jetzt versuch mal, nochmal 50 Kilometer weit weg zu rennen. Jetzt bist du fällig. Ich hoffe, wir sind ihn jetzt los. Und endlich haben wir auch Azazel besiegt mit ihm. Darauf wollte ich schon die ganze Zeit die 3% mehr für die Kommandanten und so weiter und so fort. Ach ja. Es sind, es sind die kleinen Freuden im Leben. Wie diese gerade eben. Dann können wir direkt wieder leveln. Ja, dann gehen wir hier mal wieder auf die Rune von Eid und Stahl. Hier machen wir die Grollharke. Wie gesagt, die finde ich immer noch am besten, weil die halt einfach wirklich Damage macht. Und große Reichweiten sind für Zwerge sowieso eher eine große Herausforderung. Also auf große Reichweiten, auf Dauer kämpfen zu können, ist für sie eher unwahrscheinlich. Mobilitätssteigerung ist ja schon ausgemaxt. Hier ist eigentlich schon so gut wie alles drin. Dann wird es hier resolut. Was will ich denn mit dem Knilch hier? Okay, wir können jetzt hier direkt hier die Hauptsiedlung angreifen. Spiel sagt keine gute Idee. Lasst es uns herausfinden. Das wird jetzt sicherlich nicht so geil laufen wie mit einem Grombrindal. Aber ich denke, das wird sich irgendwie machen lassen. Es muss irgendwie gehen. Boah, ist das Ding ein Teil, ey. Es könnte sein, dass diese nachfolgenden Sendungen sich deswegen ein bisschen verzögern, ne? Die Folge wird wahrscheinlich ein bisschen länger dadurch. So, come on, come on. Lad schneller. Wir wollen heute noch gegen die Schattenlegion kämpfen. Und ihre 1270 Auserkorenen und Chaosritter. Unsere Schwäche sind in dem Fall jetzt halt tatsächlich die Fernkämpfer, ne? Hier gibt's zwei Türme. Wisst ihr, es ist mal wieder witzig, ne? Der absolute Schwachpunkt ist wieder einmal hier. Der Witz ist, wir stehen sogar hier in einem Wald, wo wir einen Fernkampfvorteil haben. Ich verbiete jetzt erstmal hier dem gesamten Gedöns hier aus eigenem Antrieb zu feuern. Der Gedanke ist jetzt hier relativ einfach. Wir stellen uns so auf, damit unsere Artillerie diesen Turm hier wunderbar treffen kann. Das wird jetzt nicht ganz unbedingt einfach, aber ich denke, die werden das hinbekommen. So, euch gebe ich deswegen jetzt hier schon mal die Nummer 4. Dann kann ich euch ja die Nummer 1 geben. Ihr werdet dann einfach hier vorrücken. Hier wie immer die Nummer 2. Rückt demnach der 1 nach. Ihr seid die Nummer 3. Habt Special Aufgaben. Und jetzt wird erstmal hier der Turm zerstört. Feuer frei. Ihr könnt schon mal vorgehen. Geht schon mal dahin. Geht schon mal dahin. Das Feuer weitgehend verbieten.
So, komm, macht ein Loch rein. Na also. Jetzt drückt ihr vor. Wir gehen mit der Kanone jetzt... Halt, warte mal. Ihr geht nochmal ein paar Schritte zurück. Ich brauche die Kanone jetzt hier. Dich hier. Und dich hier. Hat alles Methode. Eine Sache kann ich allerdings schon mal machen. Ich kann die schon mal hier ordentlich abfackeln. Oh, du musst noch näher ran, ne? Naja, ordentlich abfackeln sieht anders aus. Ich fliege jetzt den hier in den Rücken. Und schieße dann hier die Außerkorenen weg. Feuer frei. Feuer frei. Feuer frei. Nee, das macht leider gerade relativ wenig Sinn. Ich schieße jetzt lieber mal auf die Ritter hier. Und schon ist ein Loch drin. Nee, ich habe noch eine viel geilere Idee. Lass mal die Kanone da aufstellen. Die können doch einfach mal hier reinhalten. Mal gucken, was hier alles trifft. Wir haben noch Zeit. Ich schieße mal auf die da hinten. Mit der Arti. Oh, geil. Der war gut gerade eben, der Bombenabwurf. Ja, der war leider nicht so gut. Ja, stell dich nochmal hier hin. Kanone schießt. Halt einfach drauf. Ich habe Vertrauen in dich. Die waren ja auch schon gerade wunderbar getroffen. Ich werde jetzt hier einfach mal ein bisschen vorsichtiger vorgehen in Anbetracht der Situation, dass wir hier nicht Grombrindal am Start haben. Gehen wir mal mit den Fernkämpfern hier hin. So, du fliegst jetzt mal da drüber. Ich kann mal die Bomben loswerden jetzt hier. Und hier nochmal drüber. Haben wir immer noch fünf Bomben hier. Fliegen wir noch darüber. Ach, das sind nur Barbaren mit zwei Handwaffen. Nee, die Bomben will ich auf was. Auf harte Ziele werfen. Nicht auf so läppisches, weiches Zeug.
Boah, das war eine richtig gute Nummer hier gerade eben. Sekunde. Oh, das ist doch eigentlich eine perfekte Position hier. Naja, okay. Perfekt ist relativ, ne? Eigentlich ist perfekt überhaupt nicht relativ. Aber in dem Fall schon. Also gut. Die Kanone schafft das hier leider nicht. Aber wir können hier nochmal draufhalten. Und denen jetzt hier gerade eben mal so ein bisschen den Tag versauen. Ich frage mich eigentlich, wie das Chaos jemals gewinnen kann in der Warhammer World, wenn sie in sowas drin bleiben. Ich meine, in echt würden sie, glaube ich, rausstürmen. Tja, gleich sterben eine Menge von denen. Autschen, das muss doch wehtun, Freunde. Der hat uns irgendwie überhaupt nicht interessiert. Oh nein, 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 ihr sollt nicht in den Nahkampf. Nein, auf gar keinen Fall. Oh Gott, ich hasse es, wenn die Dinger immer in den Nahkampf gehen, nur weil ihnen die Munition ausgeht. Ja, ihr bleibt mal hier. Wie gesagt, ihr kommt mal hier raus. Das muss nicht sein, dass ihr mir jetzt hier hops geht. Also gut, wir stellen jetzt dann doch mal ein paar von den Eisenbrechern da vorne hin. Mit der Erlaubnis, Dinge zu werfen. Und hinter sie stelle ich tatsächlich eine Einheit, die auch Dinge werfen darf. Du kommst jetzt mal wieder hier zurück. Ich weiß übrigens, dass ich die Munition auffüllen könnte. Ich weiß noch nicht, ob ich sie das machen lassen will, weil sie haben schon ganz schön Schaden gefressen. Bei der Gelegenheit können wir nochmal hier diese Tür aufdotzen. Das ist doch gerade eine wunderschöne Position hier. Um ordentlich Schaden anzurichten. Warum werft ihr den Scheiß da hoch? Ihr sollt den Scheiß da nicht hochwerfen. Ihn stelle ich mal dahin. Uiuiuiui, das muss doch wehtun. Die Ritter sind jetzt auf jeden Fall hart verlangsamt. Ihr sollt auf die Ritter werfen. Warum werft ihr auf die da oben, ey? Ich werd schwach. So, das Tor ist offen. Machen wir das jetzt? Ja, sie erstmal kämpfen lassen, ne? Beziehungsweise ich könnte ihn jetzt auch einfach mal da reinstürmen lassen. Warum machst du das? Oh. Wir haben ein besseres Ziel gefunden. Wir verbessern mal schnell den Nahkampfangriff hier. Und auf einmal haben die keinen Bock mehr, die ollen Autos hier, ne? Tja, zerstört. Indeed. Das war ja mal der Fail-Schädel des Jahrhunderts. Aber dass der auch so perfekt da reingegangen ist. Großartig.
Einfach nur noch großartig. So, wie gesagt, er soll jetzt hier stehen bleiben und den Feind jetzt hier aufhalten. Euch gönne ich einfach nochmal ein bisschen mehr Bump-Schakalaka-Potenzial hier. Yep, das hat reingezündet. Jetzt können auch die Kanonen hier nochmal ein bisschen reinhalten, die wir gerade eben sehen. Und da haben diese Chaosritter nicht so lange Bock drauf, wie wir gerade eben realisieren können. Schickst du den schon wieder dadurch? Also das hat er doch gelernt, oder? Das muss er doch absichtlich machen. Also ohne Übung ist das doch völlig unmöglich. Also gut, jetzt hole ich mal euch vor. Hier geht es dahin. Ihr seid auch leer. Das ist okay. Dann holen wir den nächsten jetzt hier mal ran. Ich meine, viel sind es ja eh nicht mehr, sind wir mal ehrlich. Ich kann ihn jetzt hier noch mit hinstellen, dann ballert ihr nochmal eine von Latz. So, kommt, werft euren Spaß hier. Tut es jetzt. Da kommt's. Boom. Kurz mal warten, es lohnt sich jetzt gerade eben gar nicht mehr, da noch weiter zu werfen. Kann es sein, dass es ihnen hier jetzt hier so ein bisschen das Potenzial ausgeht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ein bisschen Schaden hat's gemacht. Der macht sich eigentlich ganz zufriedenstellend, möchte ich mal behaupten. Komm, ich fülle die hier gerade eben nochmal auf. Diese Auserkorenen sind nicht ganz so auserkoren, wie sie sich gedacht haben. Jetzt bin ich der Meinung, dass wir jetzt dann doch mal mit den Armbrustschützen vorrücken. Und mal ein, zwei Dinge klarstellen. Ihr werft nochmal eine Ladung. Das muss wehgetan haben. Wehe, wenn nicht. Jetzt kommen die doch wieder runter, oder? Ja, die kommen runter. Ich warte, bis sie unten sind. So, werft euren Kram schnell mal. Ganz im Ernst, ich schick's jetzt rein. Ich fight die jetzt hier einfach weg. Und ihr dürft jetzt schießen. Ich erlaube jetzt auch der Artillerie wieder zu schießen. Da hinten steht nämlich noch mal ein bisschen was rum. Die Chaosritter. Ich bin nur überlegen, was ich jetzt hier am besten nehme. Ich glaube, ich nehme den Nahkampfangriff hier. Dann kann ich alle hier davon segnen. Ich glaube, ich kann mal mit ihm da drüben hingehen. Der kann jetzt einfach von der Flanke jetzt nämlich noch mal eine weitere Öffnung hier sich reinmetzeln. So, endlich haben die keinen Bock mehr.
Die haben halt nicht mehr viele Truppen. Aber es reicht halt immer noch, um einem auf den Zeiger zu gehen, ne? Komm, wirf dein Granätchen. Ja, voll gegen die Wand. Perfekt. So, die fliehen jetzt. Ihr stellt euch kurz mal so auf, damit ihr euren Kram werfen könnt. Weil der Feind gibt jetzt, so wie es aussieht, seine Position preis. Du schießt auf den da. Ihr kommt jetzt hier so rein. Das war meine Ansage gerade. Nicht übel, nicht übel. So, die Armbrustschützen rein. Ihr geht da noch mit hin. Will ich die abfackeln? Nee, will ich nicht. Ich gebe mal mehr Rüstung jetzt hier allen Beteiligten. Ich glaube, ich gebe denen jetzt hier nochmal ein bisschen Munition und dann können die mal hier diese Trolle hier wegmachen. Nee, ich schicke die jetzt da oben hin. Das ist gar keine so blöde Idee, die da oben hinzustellen. Kann es sein, dass der Armilos langsam kommt? Nee, er kommt noch nicht. Haben wir noch? Wir haben noch. Badabum-Maschinen hier. Ihr stellt euch jetzt hier auf. Der flieht. Du stellst dich da noch mit hin. Ja, die fliehen auch. Jetzt wird geschossen hier. Aus allen, naja, Rohren nicht unbedingt. Aber sowas Ähnliches. Wir haben es! Damit kann man de facto jede... Die 45, wenn man bedenkt, was da drin war. Ja, ich bin sehr zufrieden. Wir haben zwar 8 Minuten, 9 Minuten überzogen. Aber ich denke, das war es wert. Das geht sogar mit diesen Truppen. Ne? Entscheidend ist halt einfach, dass man die Durchbrüche hinbekommt, dass man... die Bomben wirft und die Kommandanten der Zwerge sind halt ab einem gewissen Punkt halt einfach nur die puren Monster. Pure Defensivtanks. Hat beinahe schon eher so RTS-Niveau. Also, dass man quasi einen klassischen Tank nach vorne hinstellt und der Rest der Armee kümmert sich dann halt drum. So, plündern und besetzen. Damit, meine lieben Freunde... Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.